So, wir sind wieder zurück. Leider ist mein Spiel kurz abgestürzt, deswegen musste ich jetzt hier weitermachen. Ich habe übrigens den Hack erfolgreich beenden können und endlich habe ich mich auch belesen, dass nicht nur die Treffer die Buchstaben bedeuten, sondern auch die Position an, wo der Buchstabe ist. Und dadurch ist mir jetzt vieles klarer. Also, ja, jetzt weiß ich so in etwa zumindest, wie man hackt. Beim nächsten Mal kann ich es euch dann auch ganz klar und sicher demonstrieren. So, Jared ist hier passé. Das ist hier den Safe-Schlüssel, nehme ich mit. Patronen mit Steam. Leuchtvisier ist immer gut. Kronkorken, Schlagring, Maschinenpistole. Wer will denn keine Maschinenpistole haben? Aber leider nur wenig Schuss dabei. Deswegen behalten wir es einfach mal so, wie es ist. Schauen wir, ob es da noch was Feines gibt für uns. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwie eine Stimme. Aber ich sehe keine Person. Das ist das Merkwürdige. Ah, da unten. Ja, die beiden weg. Da gibt es nochmal ein bisschen was für die Munitionsvorräte. Jareds Terminal. Aha, ich kann also mit keiner Power-Rüstung ein Terminal benutzen. Dann schauen wir mal, was da so drin steht. Ich kann jetzt nicht mehr schnell laufen, weil ich habe hier scheinbar schon. Oh, nicht verlassen. Falscher Knopf gedrückt. Aha. Ich glaube, ich. Warte mal, ist da jetzt hinter diese MGs gemeint? Im Zweifel, wenn die MGs gemeint sind, dann ist es ja ganz gut. Und dann wurden die jetzt abgeschaltet, hoffe ich mal. Das sollte es mir so ein bisschen wieder mal erleichtern. So, jetzt steige ich ein, weil nur damit laufe ich gerade angenehm schnell. Ich weiß übrigens nicht, wo mein Hund ist. Ich habe dir meinen Hund verloren. Aber naja, wird schon hoffentlich wieder auftauchen. Und dann gehen wir jetzt mal da raus. Oh, wow. Wie schaust denn du aus? Oh, legendäre Gegenstände gibt es hier auch. Das ist ja nice. Dann würde ich gerne einen haben. Okay, der Rathirsch brauche ich eigentlich nicht angreifen, außer in die Enge getrieben. Ah, die Tür kenne ich doch. Da war ich doch vorher schon. Das heißt, ich kann da jetzt wieder hin zurücklaufen, oder? Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich wird mir vereinzelt noch der ein oder andere Gegner über den Weg laufen. Vielleicht finde ich auch meinen Hund wieder irgendwo. Aber auf der Karte steht ja auch nicht so. Hier ist dein Hund übrigens. Das ist ja doof. Kann ich da jetzt nicht so mittels schnell reisen? Ja. Oh, das klappt. Das ist ja nice. Muss ich jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Das erspart jetzt Zeit. Ist nur die Frage, was ist da mit meiner Power-Rüstung? Ist da jetzt der Reaktor aus? Ne, schaut genauso aus wie bis dato. Das ist cool. Dann kann ich hier endlich mal sagen: Hey Macker! Oh, da ist er gar keine. Da ist er. Hey Macker! Ich hab's geschafft! Jetzt wirst du aber einen von uns, oder? Entschuldigung. Hallo, ich bin da. Hast du die Raider gefunden? Ich habe diese Raider für euch erledigt. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Absolut Also, richtig. wir sind dabei. Du Yippie! kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Das ist doch schön. Wenn ihr Hilfe braucht, dann seid ihr jetzt für uns da. So, und jetzt muss ich hier zum Preston. Und da kann ich nach Sanctuary. Sanctuary.
Schnellreisen hat was. Oh nein, ich hätte es verkaufen können. Oh, ich flieg. Ich tue das nochmal zurück, aber ich stelle erstmal meine Powerrüstung hier ab. Dann weiß ich wenigstens, wo sie war. Und ich glaube, ich hole mir die zweite Powerrüstung auch hierher. Das ist voll der Plan. So machen wir das. Der Unstoppables. So, die stellen wir jetzt wie gesagt hier mal ab. Das wäre mein Ort. Mein Heimat. Zack. Powerrüstung Nummer 1. Jetzt muss ich... Ist natürlich doof. Jetzt könnte ich höchstens hier so einen... Nee, ich tue jetzt erstmal da drüben zurück. Da wird dann verkauft. Ach, leck mir doch die Füße. Also dann gehe ich hier rein, weil mit dem kann ich ja wieder schnell reisen. Was ein Unsinn. Eigentlich hätte ich jetzt gerne die Ladezeiten umgangen, aber in dem Fall, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Live and love. Beware the manhandler. Die schaut ganz schnucklig aus, bis auf die Waffe, aber die Halterlosen finde ich ganz sexy. Alles andere wäre jetzt auch gelogen, wenn ich das nicht gut fände. So, wo ist denn der Händler? Sag jetzt nicht, dass es hier keinen Händler mehr gibt. Oh, ist das doch jetzt nicht dein Ernst? Übrigens, ich habe meinen Hund wieder. Das wäre cool. So. Ne, ich dachte... Mann, ist das ärgerlich. Warum ist denn der Händler jetzt weg? Ich kann jetzt nicht immer mit der Powerrüstung rumlaufen. Weil ich dann einfach nur wieder meine Ding verschwende. Was kann ich denn mit dir? Klar. Ah! Ja! Durch Zufall die richtige Person angesprochen. Schön, schön. Ne, das lasse ich da. Was ist das? Stärke. Lass ich nämlich auch mal. Mein Ehering. Ach, einen kann ich verkaufen. Nein. Bleib doch da. So, also. Kann ich da jetzt Sachen... verkaufen oder eher nur da lassen? Lass uns handeln. Ja, aber wenn ich handel? Ich will nur ein bisschen handeln. Steh mal auf, du. Steh jetzt auf. Ah. Kann ich bei euch nur handeln oder kann ich bei euch nur mein... Ja, aha, ich kann scheinbar bei denen nicht handeln, sondern ich kann bei denen nur mein Zeug da lassen. Okay. Macht jetzt für mich nur bedingt Sinn, muss ich gestehen. Ne, sieht man, kann mich nur hin und her geben, aber nicht verkaufen. Ja, ne, da mache ich das lieber in meinem Heimatort. Vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüssikowski. Die Figur schaut voll super aus, würde ich mir sofort einen Schlüssel hinhängen. Ich muss ehrlich sagen, diese Pip-Boys-Figuren, Fallout, Vault-Tec, whatever, wie das dann genau betitelt wird, finde ich super cool. Bist du bereit für etwas Arbeit? Mama Murphy? Sanctuary, ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Ich habe hier früher einmal gelebt, vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Habe ich doch. Ich hab doch Jet.
Hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Und wo hat sie sich jetzt? In Diamond City gibt es Antworten. Inhaliert? Aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt aus. Also der aufgetrennten Hippie-Oma muss ich jetzt da glauben, dass das so stimmt, was die da so sagt, oder was? Ja, das ist ja vertrauenserweckend. Weil ihr... Warum denkst du, wir seien Freunde? Ja, hallo? Ich habe hier eine Power-Rüstung. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ach, die kann ich auch nur... Das ist ja totaler Unsinn. Man denkt, man ist sicher, aber... Brauchen Händler. So kriegen sie einen immer. John, was ist bei dir? Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Heraus. Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen, seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist fort. Dein Sohn? Wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß... Kyle. Ich kann das nachvollziehen. Ich... habe auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Richtig. Okay. Das sind extrem wichtige Gespräche, die hier mit mir geführt werden. Bist du bereit für etwas Arbeit? Kann ich mit dir... Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. So, dann machen wir doch das dann. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Möbelbetten. Stoff, Stahl, habe ich doch alles da. Wolltest du hier nicht drin schlafen? Naja, dann mache ich euch es halt hier schön, oder? Geh mal weg, ich brauche hier den Platz. Ich mach's hier schön für euch. Ist das nicht das Kinderzimmer von meinem... Noch einen Stoff brauche ich. Einen einzigen Stoff. Klar, dass der Stuhl jetzt nicht auf Stoff war. Da, endlich. So. Na, habt ihr jetzt endlich... Wenn wir mit Sturges sprechen? Bist du nicht Sturges? Nein. Wo ist denn der andere? Manche Tage sind hart. Ja, Laberababa. Wo ist denn der andere? Da ist er. Den brauche ich. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Yeah, gute Stimmung. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt. Habe ich übrigens schon gemacht. Super, vielen Dank.
Haha, das ist nämlich da hinten, habe ich hier Wasser aufbereitet. Hey, Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser ja zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Natürlich. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. 30%. Ich weiß nicht, wie ich das gerade geschafft habe, aber ich habe 30% geschafft. So, jetzt brauchen sie... Zack, zack, zack. Sonstiges. Nee. Ach, ich bin ja ganz falsch. Ich brauche ja hier... Ressourcen, glaube ich. Das ist wahrscheinlich Essen. Mais habe ich. Kann nur auf Erde... Nein, also... Mutterbeere. Ne, sonst habe ich nichts leider mehr einstecken. Muss ich wieder auf meinen Reisen ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch dementsprechend was bekommen. Aber es läuft langsam. Die Moral steigt. So, und jetzt würde ich gerne gesagt mich mal darum kümmern, die andere Rüstung herzubekommen. Und jetzt habe ich einen Plan. Ich kann ja hier... das lagern, oder? So war jetzt der Plan. So viel dazu. Ich wollte das jetzt alles schön in der Rüstung lagern. Aber das kann ich nicht. Das heißt, ich werde mir irgendwo was suchen müssen, wo ich es reintun kann. Fatman ist, glaube ich, schwer. Ja, Fatman ist schwer. So, jetzt kann ich nämlich schnell dann nämlich dahin reisen. Und hier in Concord steht nämlich noch hoffentlich die zweite Rüstung. Und dann wird es weiter gequestet, aber ich brauche erstmal so mein Headquarter, wo alles steht. Und wo ich dann dementsprechend hier meine Base habe, meine Homies sozusagen. Schauen wir mal, wo mich das Schnellreisen hinbringt. Hier. Ah, okay. Pass auf. Schauen wir mal, ob jetzt wieder Raider hier sind. Und dann ist wahrscheinlich auch meine Rüstung weg. Ne, da vorne steht sie noch. Ich sehe sie. Na, habe ich sie nicht schön geparkt? Die ist auch noch rappelvoll. Ja gut, ein Bein. Mein Gott. Ich glaube, das war jetzt mit einer der besten Ideen, die ich bis jetzt bei Fallout hatte. Auch wenn sie nicht spektakulär war für euch. Für mich war sie sensationell. Und ich überlege gerade, ob wir die restliche Folge dazu nutzen, ob wir nicht für die Bürger was zum Essen suchen. So, jetzt machen wir nämlich auch eins. Das ist nämlich die bessere Rüstung. Also mit Kopf besser, ohne Kopf schlechter. Das ist nämlich hier nämlich den Fusionskern. Den nehme ich. Jetzt nehme ich erstmal alles und gebe es hier. Oh, ich bin so langsam. So, erstmal Fusionskern. Habe ich jetzt. Ja, alles klar. Den Powerhelm. Kann ich den da... Nee. Nee. Doch. Den Power Torso kann ich. Aber kann ich das auch selber tragen? Nee, das wird ja für ein Ding sein. Ja. Linker Arm. Ich gebe da mal alles ab, was ich abgeben kann.
Genau, und der andere. Genau, alles klar. So, zack. Du bist jetzt ausgestattet, mein Freund. Und dir gebe ich den ganzen Schunder zurück. So. Warum bin ich immer noch so langsam? Nein, 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 gib mir den Kern wieder. Nein! Oh nee, ey. Also leider ist ab und an die Rüstung immer noch nicht so intuitiv, beziehungsweise was ist die Rüstung? Das Spiel nicht so intuitiv, wie ich es gern hätte, leider. Aha, kaputte Gegenstände. Du mich auch. So, jetzt bin ich wieder einigermaßen flink. Was kann ich denn hier eigentlich noch machen? Meine Pistole könnte ich mal ein bisschen pimpen. Standardmagazin, Standardvisier, kurzer Lauf, Komfortgriff. Was macht er das? Ein Kleber, Schraube. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte werde ich doch immer schießen. Meldungspanzer gibt es keine. Was nehme ich noch so für die Impro-Pistole? Oh, wäre cool, wenn ich hier Dinge herstellen könnte. Munition natürlich. Abbrechen. Ich kann hier nämlich auch die verwerten. Das ist vielleicht gar nicht so ungeschickt bei manchen Sachen, die ich eh nicht brauche. Machete der Kills. Habe ich jetzt alle Impro? Das war nicht so clever. Ich dachte, der macht da nur... Naja gut, die findet man ja Gott sei Dank wie Sand am Meer. Station verlassen, jo. Was sagt mein Inventar jetzt gerade? 246. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt noch ein bisschen Buschzeug. Und das suchen wir uns jetzt. Da lassen wir auch natürlich einfach mal die beiden Power-Rüstungen hier stehen. Weil jetzt geht es nur darum, zu finden, wo noch Gemüse ist. So ein Strauch oder sowas, dann nimm mal einfach. Da sind wir leidenschaftslos. Wir nehmen prinzipiell alles, was essbar ist. Ich weiß noch nicht, wie die Sträucher. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Wie viel brauche ich denn noch? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Schön durchs Wasser, durchs Verseuchte. Immer feini. Am Tag reißt sich übrigens auch viel angenehmer als in der Nacht. Da Rottenblume. Ich nehme einfach mal alles mit. Wo bin ich da jetzt gerade vorbeigelaufen? Was konnte ich da jetzt gerade machen? Aha. Das will ich mal sehen, wie du mir die Kehle rausreißt, meine Freundin. So, meine Kehle ist noch dran und dein Kopf ist recht kaputt. Karotte, das ist auch sehr gut. Ups, Entschuldigung. War jetzt absolut unbeabsichtigt. Ich glaube, ich habe jetzt schon das direkt gefunden, was ich gesucht habe. Und zwar nämlich, was ich pflanzen kann. Deswegen geht es direkt in die Stadt zurück. Auf schnellstem und direktestem Wege. Stimpak! Wusste ich doch, dass da irgendwas wäre. Cotsworth! Was geht denn bei dir so?
Erzähl mal ein bisschen was. Wie lief es hier, während ich weg war? Oh, ich habe etwas Gartenarbeit nachgeholt. Ein bisschen ungeziefer. Er ist so lässig. Und Sie, Sir, haben Sie in Concord etwas gefunden? Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Ja, das nehme ich dir nämlich doch an. Komm mit mir. Ja, natürlich. Nach Ihnen, Sir. Ja, bleibst du hier bei deinen. Da wirst du gut für. Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Hund nach Sanctuary Hills. Der bleibt nämlich hier. Ist doch hoffentlich kein. Was kann ich denn mit dir machen? Hey. Sir. Handeln? Nun denn. Ich kann dir was verkaufen. Ich kann dir nur wieder. Nee, ich kann dir Zeug geben. Okay, aber auch gut, jemand sozusagen. Gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Dass man hier so ein Ding hat, dass ich da dementsprechend was habe, wo ich einfach was mal lagern kann. So, essen. Oh, ich dachte, das. Ich brauche wohl noch mehr Zeug. So. Ja, dann suchen wir nochmal weiter. Komm mal mit, du. Was ist das für eine Pflanze? Pflanze? Eine Hubblume. Wir sind Diamond City, wohl zu wissen. Wenn der Name eine gewisse Bedeutung hat, muss es dort recht schön sein. Flaschenkürbis. Mich würde interessieren, wie viel ich denn überhaupt brauche, um meine Leute da zu befriedigen. Das checke ich jetzt nochmal, bevor ich jetzt hier wieder wild loslaufe und merke, ich brauche ja noch davon. So, da haben wir jetzt nochmal ein Essen. Okay, wir brauchen noch ein Essen. Also 1 und 0,5, das heißt zwei Sachen brauche ich, so gesehen. Okay, alles klar. Ich bin im Bilde. Dann, Cotsworth, lass uns noch zwei Sachen finden. Noch ist es ja hell. Da erkenne ich auch so Pflanzen einfach besser. Eine Hubblume? Wenn ich jetzt noch eine zweite Hubblume finde, haben wir's. Ich finde dieses Thema mit dem Bauen auch echt cool. Gerade ich mag sowas wirklich gern. Ich bin ja auch so ein leidenschaftlicher Bauer. Ey, Bauer! Nein, ich bin so ein, ich mag sowas. Dass ich da so ein bisschen mein Haus bauen kann. Und ich mag ja auch sowas wie SimCity und so eigentlich sehr, sehr gerne. Und dementsprechend passt es für mich persönlich super gut. Nur leider, glaube ich, schaffe ich in dieser Folge nicht einmal mehr die zweite Hubblume zu finden. Ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen. Von einem du kannst nicht in diese Richtung gehen? Kann ich nicht? Kann ich oder darf ich nicht? Ich brauche doch nur so eine Blume. Aber ich verspreche euch, ich werde höchstens die Blume noch alleine suchen und in der nächsten Folge seht ihr dann schon, wie ich dann das gebaut habe oder wie ich es bauen werde. So ist es richtig.
Nuka. Ne, das ist alles nichts, was mich weiterbringt. Ne, es ist leider so, ich muss euch jetzt hier sozusagen an dieser Stelle rausschmeißen, sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und da habe ich dann schon das Essen für meine Mannschaft besorgt. Also bis dahin, tschüssi!